Hallo und herzlich willkommen beim Whiskyliner. Und im heutigen Video verkosten wir den Lajic 10 Jahre alt. Lajic ist der rauchige Whisky der Brennerei Tobermory, welche sich auf der Insel Mull befindet. Die Brennerei bezieht ihr Getreide von Port Ellen, ihr Wasser von Mishnichloch, und wurde 1798 gegründet von John Sinclair. Die Brennerei hat zwei Washstills, zwei Spirit Stills und produziert 1 Million Liter im Jahr. Ich bedanke mich für dieses Sample recht herzlich bei It's Dram O'Clock, mein lieben Konstantin. Ja, was man farbtechnisch so sieht, es ist ein heller Bernsteinton. Vom Fassreifung her kann ich nicht allzu viel sagen. Ich habe nichts Offizielles gefunden, aber ich habe ihn schon mal verkostet und denke, dass es ein Ex-Bourbon ist. Ja, ansonsten gibt es zu diesem Whisky noch Folgendes zu sagen, und zwar, er ist nicht gefärbt. Und er ist nicht kühl gefiltert. Und er hat 46,3 Volumensprozente. Dann gehen wir mal anschließend zum Nosing über. Und schenken uns schon mal was ein. So. Suchen wir uns hier mal so ein weißes Blatt, dann sieht man das Ganze noch ein Eck besser. Also für ein Ex-Bourbon ist es sogar ein relativ dunkler Whisky, aber ja, das ist halt so meine Meinung. Und das Erste, was natürlich direkt beim Einschenken rauskommt, ist halt Rauch. Und zwar ein ziemlich angenehm gut eingebundener Rauch mit maritimen Noten, welcher ruhig von Islas Südküste kommen könnte. Ja, richtig schöne maritime Noten, so eine Andeutung von Salz. Der Rauch selber erinnert mehr an so ein Lagerfeuer. Man hat halt sofort diese leichten Früchte, was man von Ex-Bourbon-Fässern kennt. So Birne, Apfel. Hier auch Ananas. Ziemlich reife Ananas. Würze. Und so eine gewisse Kräutrigkeit. Jetzt kommen wieder mehr diese maritimen Noten, so als ob man einen Spaziergang am Strand macht. Jetzt kommt auch Vanille, dezentes Karamell. Ist ein richtig schön ausbalancierter Whisky. Der Alkohol ist gut eingebunden, keinerlei Fehlnoten.
Jetzt kommt da auch so eine leichte Nussigkeit, mehr so Haselnüsse. Zitrusfrüchte. Eine schöne Palette an Zitrusfrüchten, also nicht nur Zitrone, Limette, auch Orange, Grapefruit. Und etwas Zimt. Aber mehr ist es halt nicht. Slange. Im Gaumen habe ich jetzt so ein ganz leichtes Prickeln, aber überhaupt nicht störend. Dann natürlich Eiche. Dann die leichten Früchte, Würze und halt mehr diese maritimen Noten. Von der Konsistenz her schön ölig. Sieht man auch hier ganz gut im Glas. Jetzt kommt auch etwas Kokos. Und eine angenehme Süße, eine Honigsüße. Jetzt habe ich im Gaumen wieder diese Andeutung von Salz. Der Whisky hat halt für mich irgendwie das, was der 10-jährige Laphroaig sein könnte. Er ist halt wesentlich kräftiger, voluminöser, aromatischer. Und das Ganze auch wirklich zu einem guten Preis. Ich habe ihn um so 37, 38 € gesehen und das ist ein guter Preis für den Whisky. Ja, jetzt kommt wieder Vanille Karamell. Und wieder diese Ananas. Aber ich werde ihn jetzt noch mal ein zweites Mal probieren. Slange. Jetzt beim zweiten Mal wesentlich kräftigere Zitrusnoten, mehr Würze, auch mehr von diesen maritimen Noten. Dieses Prickeln, was ich beim ersten Mal hatte, ist beim zweiten Mal nicht vorhanden.
Dafür sind halt die Aromen wesentlich stärker da. Ja, mein Fazit zu diesem Whisky ist eine echte Eile-Alternative. Hat einen guten Preis, wie gesagt, 37, 38 Euro. Und spreche deshalb auch eine klare Kaufempfehlung aus. Benoten werde ich dem Whisky mit einer 2-. Und ja, somit gibt es für mich noch mal eines zu sagen, und zwar, wem das Video gefallen hat. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, auch über einen Kommentar und ein Abo. Dann bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Und ich werde jetzt in Ruhe diesen Whisky genießen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.